Hallo und herzlich willkommen im Wald. Vielleicht erkennt ihr meine kritische Themenansprechbank. Ich sitze da jetzt nur per Zufall, weil ich gerade keine andere Bank zur Verfügung hatte und ich will auch die ganze Zeit nicht rumlaufen. Ich habe kein Stativ dabei. Demzufolge ist das Bild ohnehin ein bisschen wackelbelastet, fürchte ich. Und da würde ich es nicht noch schlimmer machen, indem ich noch rumrenne. Thema heute. Wo steckt die Zecke im Sommer bzw. im Winter? Oder auch anders formuliert, wenn ich in einem Laubhaufen penne, wie wahrscheinlich ist es dann, dass ich eine Zecke bekomme? Das ist ganz klar jahreszeitabhängig und die entsprechende Frage dazu findet ihr hier unten. Und fangen wir mal mit dem Winter an. Im Winter sind die Zecken quasi inaktiv, weil es denen zu kalt ist. Sie sind ja wechselwarme Tiere, nur Vögel und Säugetiere sind gleich warm und können im Winter so wirklich richtig krass aktiv sein. Das können sämtliche Insekten, Spinnentiere, Kriechtiere, Reptilien, Amphibien und so weiter und so fort können das alle nicht. Worauf ich hinaus will ist, die tun im Winter nichts. Ja, und was tun sie, wenn sie nichts tun? Sie liegen wirklich im Laub rum und sind quasi inaktiv und warten darauf, dass es wieder wärmer wird. Wenn der Winter schon ein wenig vorangeschritten ist, dann sind sie in aller Regel auch tot. Also es sterben die allermeisten Zecken im Winter schlicht und ergreifend ab. Ganz viele auch einfach, weil ihre Lebensspanne einfach nicht viel länger ist als eine Vegetationsperiode. Und dass also mal eine Zecke über den Winter kommt, das ist eine Ausnahme. Das ist also keinesfalls häufig. Was man jetzt sagen muss, ist, so eine Zecke ist inaktiv ab 8 Grad und kälter. Also so die grobe Grenze, die aber ziemlich genau zutrifft. Aus irgendwelchen Gründen ist das 8 Grad. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Habe ich das überhaupt mal so richtig gelernt? Keine Ahnung, aber es ist 8 Grad jedenfalls. Und drunter liegt die Zecke halt rum und tut nichts, bis es wieder wärmer als 8 Grad wird. Heißt, wenn wir also eine Zecke in unsere Matratze eingebaut haben, die aus Laub besteht, was wir im, sagen wir mal, späteren Herbst zusammengekratzt haben, dann haben wir also schon ein gewisses Risiko, dass diese Zecke in unserer Matratze quasi wieder auftaut durch unsere Körperwärme und zu uns hinkriecht und bei uns andockt. Das wäre aber eigentlich ein Zeckenverhalten, also ein zeckenunkonformes Verhalten. So. Soll heißen, die Zecke bewegt sich normalerweise nicht auf ihre Beute zu, sondern begibt sich an irgendeine Position, wo sie auf die Beute wartet, dass die Beute vorbeikommt, an der Zecke quasi vorbeiläuft und greift sich dann quasi ein Stück ihrer Beute, ein Haar oder was auch immer, und lässt sich dann mitziehen und abziehen von dem Gras bzw. Dem Grünzeug, auf dem sie gesessen ist. Das ist das normale Zeckenverhalten. Die allermeisten Zecken werden also schlicht und ergreifend einfach nichts tun, wenn es in ihrem Laubhaufen plötzlich warm wird, für eine relativ kurze Periode davon Zeit. Und werden dann nicht wirklich in der Lage sein, zu begreifen, dass theoretische Beute quasi einfach nur über ihnen liegt. Sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass sie in irgendeiner Form versuchen, ihr genetisch programmiertes Verhalten abzuspielen und sich einen Grashalm suchen, auf den sie klettern können. Sobald sie das gemacht haben, wird es natürlich wieder zu kalt und sie fallen quasi wieder runter und sind wieder im inaktiven Trägheitszustand. Winterstarre kann man es auch nennen, wenn man möchte. Das wird meiner Meinung nach wahrscheinlich der Regelfall sein. Es kann aber natürlich jetzt sein, dass wir es mit einer besonders intelligenten Zecke zu tun haben, die evolutionär in irgendeiner Form den Vorteil genießt, nicht nur das Standardzeckenprogramm zu beherrschen, sondern aus irgendwelchen Gründen auch auf die Idee kommt, sich aktiv auf die Beute zuzubewegen. In dem Fall kann das natürlich sehr wohl sein, dass man so eine Zecke dann mal bekommt. Das ist aber trotzdem sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz muss man sagen, im Winter ist meine Behauptung, die ich im zweiten Lagerplatz-Video gemacht habe, dass man im Laubhaufen ein geringeres Zeckenrisiko hat als im Grünzeughaufen, ist im Winter so gesehen eigentlich falsch, weil im Grünzeughaufen wird im Winter garantiert keine Zecke mehr drin hocken. Schlicht und ergreifend deswegen, weil sie halt runtergefallen ist in die Laubschicht und sich da vielleicht noch ein bisschen vergraben konnte, um halt eben es wärmer zu haben und dort eine gewisse ein geschütztes Kleinklima vorzufinden. Aber
Das hilft uns jetzt auch nicht so viel, diese Erkenntnis, weil einen riesengroßen Grünzeughaufen werden wir im Winter kaum zusammenschaffen können. Es sei denn, irgendwelche Nadelbaumzweige, und dafür müsste ja eigentlich als Naturfreund irgendwo gerade ein Holzeinschlag gewesen sein in einem Nadelwald, weil man das ja nicht vom lebenden Baum abreißen möchte. Und ja, gut, das ist dann ja auch meistens irgendwo der Fall, weil gerade im Winter vermehrt Holz gemacht wird. Aber Gras und Ähnliches, wo die Zecken normalerweise drin hocken, weil sie die im Winter kaum bis nicht finden. Höchstens noch ein bisschen fahren und der ist dann auch schon vertrocknet. So, jetzt im Sommer, da bleibe ich bei meiner Behauptung, dass im Laubhaufen definitiv weniger Zecke drin ist als im Grünzeughaufen, weil solange es noch warm ist, halten sich die Zecken ja in lauer Stellung auf. Heißt, die hängen am äußersten Ende von irgendwelchen Grashalmen zum Beispiel, Farnen ganz besonders beliebt, und warten darauf, dass Beute vorbeikommt. Wenn jetzt der geneigte Bushcrafter vorbeikommt und auch noch ewig viel in diesen Farnen rumläuft und diese Farnen auch noch abschneidet und sich unter den Arm klemmt und damit durch die Gegend rennt, hat er schon bei dieser Tätigkeit ein enormes Risiko, sich Zecken zu holen. Und zweitens, wenn er da drauf dann pennt, dann kann er sicher sein, dass er auf jede Menge Zecken schläft. Und demzufolge ist das natürlich einfach ein viel, viel höheres Risiko als mit so einem Laubhaufen, wo, wenn überhaupt eine Zecke drin ist, im Sommer wohlgemerkt, dann ist es eine ganz, 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 ganz junge, die quasi gerade frisch geschlüpft ist, weil die Eier liegen ja im Boden rum oder am Boden oder halt in besagtem Laubhaufen. Ist nicht so, dass die Zecke jetzt die Eier irgendwo speziell super toll versteckeln würde. Ja, habe ich dazu noch was hinzuzufügen? Vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also im Sommer Laubhaufen aufgrund des arttypischen Verhaltens von Zecke, zeckenfreier als im Winter, aber im Winter schwierig eine Alternative zum Laubhaufen zu finden. Aber insgesamt im Winter Zeckenrisiko sowieso sehr gering. Ja, ich glaube, das kann man ungefähr so sagen. Und dann vielleicht noch, inwiefern das jetzt meine eigene Theorie ist, beziehungsweise meine subjektive Meinung, oder eine richtige wissenschaftliche, fundierte Theorie, die man irgendwo nachlesen kann. Es ist Ersteres. Es ist wirklich nur meine Vermutung. Man spricht bei sowas dann immer irgendwie, da gibt es zwei Stufen von Vermutungen. Es gibt dann eine Meinung von irgendjemand. In der empirischen Sozialforschung unterscheidet man da, wenn man Meinungen einholt quasi, gibt es Meinungen von irgendjemand. Irgendjemand ist immer jemand, der für das entsprechende Gebiet, zu dem er befragt wird, kein Fachmann ist. Und dann gibt es noch die Meinung von Fachmann. Und wenn man irgendwelche Prognosen über die Zukunft machen will, dann nimmt man ganz oft einfach 20 Fachmänner und fragt die nach ihrer Meinung. Wenn die alle die gleiche Meinung haben, dann kann man schon ziemlich sicher sein, dass das schon ein ganz guter Prognosetrend ist und das unter Umständen so sein wird, wie die 20 Fachmänner geschlossen der Meinung sind. Und da ich jetzt nun Fachmann bin zu Thema Wald, ist meine Meinung vielleicht ein ganz kleines bisschen besser als die Meinung von irgendwem. ja. Aber so viel zum Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Mehr als das ist es nicht. Ihr könnt mir natürlich gerne glauben, ihr könnt es auch sein lassen. Ich behaupte nicht, ich habe recht, aber ich habe euch dargelegt, warum es wahrscheinlich meiner Meinung nach so ist, wie ich gesagt habe. Und alles Weitere ist jetzt euer Bier. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Schneide das hier noch schnell zusammen und gucke, dass ich das morgen beim wöchentlichen Upload mit dazu packe. Und hoi, 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 hoi. Das wird ein bisschen stressig. Übrigens, wenn ihr dieses Video seht und die anderen Videos noch nicht, dann liegt das daran, dass die dann noch online gehen, weil ich morgen unterwegs bin und erst abends zum Videos bearbeiten komme. Wahrscheinlich. Aber das seht ihr dann ja. Macht's gut.